Vermieter, Amadeus Kleister, seit jenem Jahr in unserem Haus Hausmeister. Ich sorg für Ordnung und für Sauberkeit und bin zu jeder Hilfe immer gern bereit. Ja, mit den Mietern kommt man hier gut aus. Wir sind ja schließlich auch ein ordentliches Haus. Nur einer macht mir stets das Leben schwer. Ich frag mich jeden Tag bloß wer. Wer wird so spät nach Mitternacht noch Käse in den Fahrstuhl schaffen? An jedem Morgen riecht es gar nicht fein. Nee, ich finde so ein Käsewurf, der ist gemein. Mal ist es harzer und auch mal streisunder. Ich rieche überall, das ist ja okay, Wunder. Und denke ich bin dem Täter auf der Spur. Liegt da am nächsten Morgen prompt ein Romadur. So liege ich jeden Abend auf der Lauer und bin am nächsten Morgen richtig sauer. Denn irgendwann ist nachts, da ist der Schlaf mir nah. Da höre ich klatschen, schon wieder liegt was da. Wer wird so spät nach Mitternacht noch Käse in den Fahrstuhl schaffen? An jedem Morgen riecht es gar nicht fein. Nee, ich finde so ein Käsewurf, der ist gemein. Denn seine Beine, die stinken ja wie die ganze Käsefabrik. Bin ich an jeder Wohnungstür vorbeigebrochen. Ich weiß, was jeder so zum Armbrot ist und bin inzwischen auch ein Käsespezialist. Doch mir liegt es mir, den Kerl zu greifen. Ach, würfe er doch mal mit Trocken oder Seifen. Am Morgen wird mir dann stets klar, wer dieses Nachts da wieder tödlich war. Wer wird so spät noch so ein Käsewurf, der ist gemein. Wer